Felix Martin Furtwängler ist ein unglaublich vielseitiger Künstler. Er ist Maler, er ist Zeichner, er beherrscht und benutzt alle gängigen druckgrafischen Techniken. Sein Schaffen ist rastlos und maßlos in einem besten Sinne. Aus einer überbordenden Fantasie und dem Drang zum lustvollen Fabulieren heraus entstehen stetig neue Werkkomplexe, die die technischen und handwerklichen Möglichkeiten eines Mediums ebenso austesten, wie sie die Grenzen der einzelnen künstlerischen Ausdrucksformen verbinden und Aspekte wie Klang, Rhythmus, Wort, Bild, Farbe miteinander verweben und transformieren. Die Ausstellung Basta, Malerbücher und grafische Werke hier in der Galerie Pankow präsentiert zum ersten Mal in diesem Umfang in Berlin ausgewählte Malerbücher sowie Objekte von Felix Martin Furtwängler und sie gibt einen Einblick in das vielseitige grafische Schaffen des Künstlers. Die Bandbreite der virtuos beherrschten grafischen Techniken reicht in dieser Ausstellung von Farbholzdruck, Farbradierungen, Farblithografien, Kalknadelradierungen, übermalte Offsetdrucke nach Polaroids bis hin zu überarbeiteten Druckformen. Ein Kristallisationspunkt seiner Arbeitsweise findet sich bei Felix Martin Furtwängler jedoch in Form des Malerbuches, das er in ungewöhnlicher Personalunion als Künstler und Verleger herausgibt. Seine Arbeitsweise zeichnet sich dabei weniger dadurch aus, dass in logischer Folgerichtigkeit Text und Bild in Kongruenz zueinander gebracht werden. Vielmehr geht er über die konventionelle Illustration eines Textes als bildliche Entsprechung eines Narrativs hinaus und verbindet die klassischen Bestandteile eines Buches wie Text, Bild und typografische Gestaltung zu einer Einheit gleichwertigen Ranges. So auch bei dem Buch A Poetomar, Sinnphobie der Worte, das einen Schwerpunkt in dieser Ausstellung ist. A Poetomar ist ein Dreiklang, bestehend aus dem Gedicht Weltwehe des expressionistischen Dichters August Stramm, einzelnen Gedanken des mittelalterlichen Philosophen Blaise Pascal sowie staccatohaften Pointierungen mittels Wort und Bild durch Felix Martin Furtwängler, die Texte bildhaft sublimieren. Den Grundrhythmus und die Struktur des Buches gibt das erwähnte Gedicht Weltwehe von August Stramm vor, beginnend nichts, 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 haucht, nichts. August Stramm gilt als einer der wichtigsten Dichter und Dramatiker des Expressionismus und Wegbereiter einer modernen Poesie. Diesem Gedicht setzt Felix Martin Furtwängler als Kontrapunkt ausgewählte Gedanken aus den Pensées von Blaise Pascal entgegen. Diese berühmten philosophisch-theologischen Texte des großen französischen Schriftstellers, Philosophen und Mathematikers versammeln Notizen aus dem Nachlass des Autors. Diese beiden Texte sind samt der textlichen und bildhaften Einschübe Furtwänglers keine direkte Reaktion aufeinander, sondern öffnen den geistigen Raum der Sinnphobie der Worte. Diese Methode zieht sich durch das gesamte Buch. Bis zum Nichts, 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 dem Ende des in 22 Sequenzen aufgeteilten Gedichtes am Schluss des Buches, lässt Felix Martin Furtwängler so assoziativ und in immer neuen Variationen einen eigenen Wort-Bild-Kosmos als Kommentar auf unsere Welt entstehen. Felix Martin Furtwängler nutzt so die unterschiedlichsten gestalterischen Elemente, Schrift, Typografie, Bild, Schnitt, Riss, aber auch bereits beschriebene konkrete Worteinschübe und sogar, angeregt durch die Lyrik August Stramms, eigene Verse zur Akzentuierung einzelner, unabhängig voneinander und doch nebeneinander existierender Gedankenstränge. Er löst sie aus ihren Sinnzusammenhängen, indem er Bedeutungen hervorhebt oder an anderer Stelle abschwächt. Die destruktiven Ausdrucksformen der expressionistischen Texte, die die Zerrissenheit der Welt in eine künstlerische Form bringen, erfahren so eine direkte Übertragung ins objekthafte Medium des Buches. Lautmalerisch werden Worte zu einem quadratischen Textfeld gefügt,
Buchstaben in Form eines Typografiegemetzels, so Felix Martin Furtwängler, ineinander verwoben. An anderen Stellen wird der Materialcharakter von Schriftfarbe und Typografie betont oder gezeichnete Figuren in verschiedenen Bewegungsstufen im Raum dem Wort Verwandlung zur Seite gestellt. Natürlich bricht sich das Naturell eines Malers Bahn, indem freie Bildelemente genauso wie die genau festgelegte farbliche Behandlung einzelner Bildbestandteile der Buchstaben und Untergründe zu ihrer Geltung finden. Gleichzeitig finden hier Methoden der visuellen Poesie ihre Anwendung, die die Struktur von Sprache als Wechselbeziehung zwischen Text und Grund in den Mittelpunkt stellen. Die unterschiedlichen Zeitebenen der Entstehung der Texte werden im Zusammenfügen im Malerbuch mit all seinen beschriebenen Elementen aufgehoben und so zu einer überzeitlichen Gültigkeit gebracht. Bildkünstlerischer und literarischer Teil durchdringen sich dabei wechselseitig, die Textsegmente sind aus dem Satzspiegel herausgelöst und ins Bild integriert. Das Ergebnis ist kein Gleichklang von symphonischer Harmonie. Vielmehr entsteht ein Widerstreit zwischen den einzelnen Bedeutungsebenen Wort, Syntax, Bild, Zeichen, die dem selektiven Wahrnehmungsvermögen des Menschen entsprechen. Sie sind ein Bild unserer disparaten Welt, die der Illusion einer Übereinstimmung von Mensch und Natur, die Wirkmacht einer gedanklichen und sinnlichen Reflexion entgegensetzen will.